Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute werde ich euch mal zeigen, wie ihr Damage eurem Player geben könnt. Also wenn er zum Beispiel in dieses Feuer läuft, dass er dann Damage bekommt. Weil wenn wir jetzt hineinlaufen, ja, passiert nichts, wir bekommen keinen Damage. Um das zu ändern, fügt ihr einfach euer BSP-Brush dort ein, wo es Damage haben sollte. Bei mir jetzt also genau bei der Flamme, oder platziere ich das jetzt auch genau bei der Flamme. Wie das hier. Danach geht ihr auf Volumes und dann auf Physic Volume, hier unten, Physic Volume. Schiebt ihr eure BSP Brush weg, klickt auf das Physic Volume und klickt F4. Hier drin könnt ihr jetzt eben den Damage einstellen. Zum Beispiel hier bei Damage per Second könnt ihr, wie schon gesagt, wie viel Damage ihr bekommt pro Sekunde. Zum Beispiel ich gebe jetzt 30 ein, dann wenn ihr ins Feuer lauft, bekommt einfach jede Sekunde 30 Damage und das passt eigentlich am besten zu Feuer. Also 30. Dann müsst ihr hier noch auf Paint Crossing klicken und hier unten könnt ihr eben den Intervall einstellen. Bei mir zieht jetzt jede Sekunde 30 Damage ab. Gut, das war's eigentlich. Jetzt probieren wir es einfach mal aus. Play from here. Jetzt gehen wir rein. Man sieht, dumm, dumm und tot. Ja, das war's, wie ihr Damage im Player hinzufügen könnt. Und ja, bis zum nächsten Mal.